Warum? Wie, warum? Mann, das passt jetzt nicht. Aber doch, das passt. Ich bin mal gespannt. Ach Mann, ey, wenn jetzt gleich was Gutes kommt mit zwei Karten, ne, dann grab ich mir dieses Messer in den Bauch. Nicht. Hemmo. Also wenn jetzt etwas kommt mit zwei, also wo keine zwei guten drin sind, rammst du das Messer nicht in den Bauch. Die Schlussfolgerung wäre, wenn dir gleich etwas kommt, wo zwei Karten reinkommen, Ja. rammst du dir das Messer in den Bauch. Ja. Okay. Okay. Und das Gandalf dann der auf YouTube. Gelbe, deine Mutter Live! plötzlich ein Mit Kind ist. Facecam. Fast live. Trotzdem mit Facecam. Facecam. Ja, ist klar, Nein, man kann Facecam. ja jetzt auch über YouTube streamen. Kann man? Ja. Tut er aber nicht. Ja, das kann ich ja schnell machen, da hat er die Zugangsdaten. Ah Ja, er hat die Zugangsdaten zum Kanal. Du übrigens auch, Crow. das Du würde ich bist mir übrigens den Link später nochmal später noch. schicken, weil ich habe ja den Laptop komplett zurückgesetzt. Der passt einfach am besten zum Kindergeburtstag. Das ist echt ein seltsamer Berufswunsch. Das ist die einzige, die irgendwie hier reinpasst. Wobei, die könnte bei Alter wieder gut ziehen, wer weiß. Bei mir weiß man nie. Ja, bei dir weiß man das echt nie. Das ist ein toller Berufswunsch. Deiner Einwälzer. Habe ich eine Karte angeklickt, die ich angeblich gar nicht mehr habe? Was ist das für ein Scheiß? F5. F5 ist ein bester Freund. Yep. Der Dr. F. Punkt Otze. Ist ein guter Name. So banal, das passt schon wieder. Momentan bin ich der, denen das am einfachsten fällt, irgendwelche Karten auszuwählen, da habe ich das Gefühl. Wer will bitte einlagiges Klopapier klauen? Wenn man denn Immer dringend muss und gar kein Klopapier, wäre darüber sicherlich nicht undankbar. Hast du sie jemals scheißen sehen? Nein, nein, aber das ist halt dieses öffentliche Einrichtungen Klopapier, dieses graue Schulklopapier. So schlimm, dass jemand in der Schule, der mal drin musste, es vorzog, doch lieber Seiten aus dem Angespuckt zu reißen, die er schon nutzt. Du hängst gerade irgendwie Ich Ecke. verstehe irgendwie nichts. Du hängst gerade ein bisschen. Scheiße. Keine Ahnung, woran das liegt. Das wäre mal was Schönes. Wieso das denn? Muss das Übel bei der Wurzel packen. Ich überwuche mit allen im Team gelegt. Ah nee, schalte.
doch was anderes gewählt. Was soll der Scheiß? Wenn du damit die Pokémon-Liga gewinnst, bist du gut. Da kriegt er den Punkt einfach mal trotzdem. Ja, weil ich habe ich was anderes gesehen. Alles davon. Alles davon. Verdammt. Für solche hat irgendwie dann immer jeder gute Karten. Ach, ich weiche einfach mal von den Parkplatz 6 ab. Schade, dabei zieht der bei Bloody sonst immer. Surprise. Was ist denn Handel von? Das war erst, dass es nicht Handel von. Ja, nee, ich wollte schon sowas aufnehmen. Handel von die Aimron spielt zu Zeiten des Pokémon-Stadiums, Sex mit Hackfleisch, Feuchtfarmer, Sand von Otaro spielt zu Zeiten des Excelsiors zahlreiche unerklärliche Tode. Handel von Out of Sperma sind zu Zeiten des AIDS. Okay. Das passt irgendwie seltsamerweise zusammen. Frodo Beutens in Italien und irritierend, aber dennoch witzig anzusehende intimen Frisuren. Ich schwanke zwischen dem dritten und dem vierten. Aber einfach für Exes zahlreiche unerklärliche Tode. Was ist das denn? Weil Exe das ist. Und weil Otaro dabei war. Unerklärlich sterben, ja. Ach, muss die jetzt auch mal loswerden. Was sind das wieder für komische Geräusche? Heute ist Geräuscheradzeit. Was waren das für Geräusche? Ja, schreibt's doch in die Kommentare. Wer richtig rät, was das für Geräusche waren, der kriegt einen feuchten Händedruck. Einmal vom Internet retten. Solchen Geräuschen bin ich nicht. Mit dem feuchten Händedruck wird aber schwierig. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Warum? Na gut, scheiße, wenn die Person keine Hände hat. Nein, wenn Hände mit dem feuchten Händedrücken müsstest du ihm gegenüberstehen. Das wird ein bisschen schwierig. Nein, der fährt dann halt zu dem Zuschauer hin. Und wenn er in Timbuktu lebt? Ja, scheiß drauf, er hat's gesagt. Er muss zu den Sachen stehen, die er sagt.
Wieso haben wir hier nur vier? Weil ich gerade zu Manga lesen war, ja. Jawohl, ich wusste, der zieht. Oh, Erdbeben hat nicht gewonnen. Wie schade. Ja, okay. Was hat sich endlich. Ich weiß ja nicht, was Blizzard damit zu tun hat. Ja, Blizzard hat bei meinem auch nicht wirklich viel damit zu tun, aber ist schön, wenn sie das nerven. Ich weiß ja nicht, was Blizzard damit zu tun hat, aber mal gucken. Ja, nur noch Nadine. Ops. Dann. Die NSDAP haben die 40 Mann Schlachtzüge noch Spaß. Genau, von so hohen Pokémon-Karten bestrafen wir ihn mit. Ganz ehrlich, das zweite wäre keine Bestrafung, die höre ich mir gern an. Muss ich den kennen? Musst du nicht. Kennst du nicht diese positive Bestrafung? Die Bestrafung, die nur bei Homer Simpson und seinen Donuts nicht funktioniert? Du kriegst so lange Professor Platans Titelmusik zu hören, bis du sie nicht mehr magst. Okay. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich werde das trotzdem machen. Ich sollte aufhören, mit diesem Lineal hier rumzuspielen. So, wer die thailändischen Katalogfragen genommen hat, ne, kann ja mal ein Foto von der Fick-Freundin meines Chefs machen. Die kommt aus Vietnam, ist eine andere Ecke, aber trotzdem Asiatin. Oh. Vor allem, ihr müsst euch vorstellen, so 1,50 Meter auf 40 Kilo, zumal mein Chef, der 300 Kilo wiegt. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Okay, das Geld ist eine Blankcard, aber das passt irgendwo. Kennst du den Spruch nicht? Ja, ich war jung und brauchte das Geld. Deswegen sage ich, ich hätte es auch eine Blankcard beinahe genommen und Gold reingeschrieben stattdessen, aber naja. Ich bin jung und brauche das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wieso nicht? Ja gut, wenn man jung ist, braucht man das vielleicht sogar. Hier, komm. Hey, guck mal, ein Eichhörnchen.
Oh, aha. Ach ja, genau, jetzt muss ich gerade fahren. Mann, ich stelle mir gerade vor, wie Rot in Hartgold, Soll, Silber oder in Gold und Silber auf dem Berg steht und zu dir sagt: Ich bin gar nicht Rot, ich bin Manuel Neuer. Vielleicht bin ich gar nicht rot, vielleicht bin ich Manuel Neuer. Und hier hast du eine Cola, oder wie? Ja, genau. William Shakespeare, sein Nachbar. Echse holt noch auf. Ja. Wieso kriege ich eigentlich bei dieser Karte immer was Passendes auf die Hand? Keine Ahnung. Es passt irgendwie alles. Also, Nicht alles wenn man trifft auf jetzt mich hier im zu, das Satz ist schon mal. diverse ein Gildenmitglied sagt, passt die mittlere wie Faust aufs Auge. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt alle, von wem ich rede. Wenn gleich ein lautes Hey kommt. Eigentlich hatte ich jetzt einen gewissen Kevin im Kopf. Ja, den hatte ich auch gerade im Gibt Kopf. es eine Oh, die Karte, gibt's die ist auch aber noch noch. nicht gespielt, auf der steht Kevin, der während Raids gern mal schläft. Oh, stimmt, Und die wie mussten noch machen. kann das jetzt nicht dabei ist. Kevin. Exe ist kürzer. Oh, ich habe nur Scheißkarten. Der Bibel vorne ist schon wieder dabei. Ah, die letzte Runde. Das gefällt mir. Oh, es wird Kopf an Kopf. Alter, das wird knapp heute zwischen uns beiden. Wobei ich auch lange aufholen musste, bis ich wieder dich irgendwie einholen konnte. Oh, Captain Iglo. Moment mal. Wer ist dran? Oh, okay. Bei Crow könnte der jetzt ziehen. Ey, ich hab doch was. Ey, das ist doch nicht fair. Ich konnte jetzt. Ich hab doch. Jetzt konnte ich die Karte nicht spielen, die ich gemacht habe. Ja, gut, da ist es gut, dass ihr die Kinder fragt. Die müssen es ja wissen. Mann, das ist gemein. Das ist wirklich ein bisschen unfair. Du hättest die Karte, du hättest einfach nichts wählen sollen und hättest eine neue Runde gestartet. Ja, Naja. das war jetzt unfair. Was hättest du denn gelegt? Ich habe eine Blinkkarte geschrieben. Jemanden, der mir mein Fischstäbchen paniert. Hey, das gibt's ja gar nicht. Ich würde sagen, wir sollten Das ist nachträglich, echt lustig. wir sollten uns nachträglich auf einen geteilten ersten Platz einigen, weil das ist Ja. ja unfair. Okay, den ersten teilen wir uns einfach mal. Finde ich Also, gut. so. Ich würde ja gerne noch weitermachen, aber ich habe leider ein bisschen zu tun. Ich muss jetzt raus. Jupp, war ja mal wieder eine nette Runde heute. Scheiß Real Life, Ja. Alter.